Also, das ist ein bestimmter Tag. Den machst du der Vater, die Schwester, der Bruder, die Mutter. Und das sind alles bestimmte. Das ist alles so. Das sind die bestimmten Artikel. Also damit kann man sagen, das ist genau der Vater, genau die Schwester. Ja, das ist ein unbestimmter Titel. Du kannst da ein vorsetzen oder egal was. Und das ist, dann heißt das, das hat keinen Besitz. Das ist einfach unbestimmt. Das bedeutet, dass es irgendwas sein kann. Also irgendein Bruder, irgendeine Mutter, sowas. Das kann ja helfen. Und das letzte ist der besitzanzeigende Wörter. Also, machen Augen zu. Nehmen wir einen Stein. Okay, das ist der erste. Und man kann das auch super gut mit Familie machen. Unser Bruder, mein Bruder, dein Bruder. Und wenn man Geschwister hat, dann muss man machen eure Mutter, weil es nicht gehört. Wenn man ein Einzelkind ist, dann ist das ihre Mutter. Weil die Mutter nur ihr gehört. Aber wenn man zwei Kinder hat, dann ist ja eure Mutter, weil die Mutter nicht nur ein einziges Kind gehört. Kann man sagen?